An diesem Dienstag begann mit einem offiziellen Spatenstich die Erweiterung des Neumarkter Wertstoffhofs. Auf einer 5000 Quadratmeter Fläche, die der Landkreis von der Stadt Neumarkt erwarb, soll unter anderem eine offene Wertstoffhalle entstehen. Die Container sind in Zukunft befüllbar, ohne dass man über Treppen steigen muss. Auch die beengten Platzverhältnisse auf dem Areal sollen durch neue Verkehrsführung verbessert werden. Die Kosten der Erweiterung belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Juli 2019. Das Jugendbüro der Stadt Neumarkt sucht für 2019 noch Jugendliche ab 16 Jahren, die in den Sommerferien als ehrenamtliche Betreuer tätig werden möchten. Hintergrund: In den Schulferien bietet die Kommune wieder Ferienbetreuung für Schulkinder an. 6 Wochen findet im LGS-Park und im G6 ein Programm statt, welches diesmal unter dem Motto Kinderkünstlertage leben in Europa stehen. Jugendliche, die als Betreuer tätig werden möchten, erhalten ein Taschengeld und werden in Wochenendseminaren geschult.